Willkommen bei Teil 3. Viel Spaß! Ja, also ich glaube, dass für Frauen jetzt das Äußere nicht so ganz zentral ist. Mhm. Und was ich an der Stelle auch gerne mal erwähnen will, weil das ist, weiß ich, dass Männer oft in der Angst leben, die Frau will unbedingt nur mein Geld. Die will, dass ich reich bin, ja, dass ich die versorgen kann jetzt finanziell oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, die Frau sucht jetzt nicht primär jemanden, der Geld hat, sondern sie sucht jemanden, der seine Vision lebt. Ja? Ja. Also wenn ich mir vorstelle, es gibt so ein Millionärssöhnchen, der so ein verhätscheltes Muttersöhnchen ist und irgendwie so ein weicher Lappen, ja, den finde ich total unattraktiv. Der kann so viele Millionen haben, wie er will. Das interessiert mich nicht die Bohne. Ja? Ich kann aber jemanden geben, der vielleicht irgendwie gerade ein Start-up-Unternehmen gegründet hat, einen Haufen Schulden dafür aufgenommen hat, aber total entschieden und klar irgendwie seiner Vision folgt. Ja. Voller Begeisterung, voller Leidenschaft, mit seinem ganzen Sein, jeden Morgen irgendwie aus dem Bett springt und sein Ding macht irgendwie, ja. Und den finde ich doch gut. Interessiert mich doch nicht, ob der viel Geld hat oder nicht, ja. Mhm. Also eine Frau, die wirklich in ihrer weiblichen Essenz, die spürt das, ja. Ja. Die spürt das einfach, ob da ein Mann ist, der Feuer hat, ja, der Begeisterung hat fürs Leben, ja. Und der ist doch interessant. Ob der jetzt den Drink bezahlen kann oder nicht, ey, können wir doch alle selber. Ehrlich. Ja. Sehr schön. Du sagst genau, also du hast es genau Punkte gesagt, die ich wirklich auch schätze. Und das ist auch so wichtig, dass das eben eine Frau auch sagt. Oder dass, wenn ein Mann in der gesamten Werte und Vision mit Leidenschaft und Feuer dafür geht und sie mitnehmen möchte oder gerne auch will, aber auch dafür geht, wenn sie nicht mitkommt. Also das ist diese Art von Unabhängigkeit und trotzdem Herzoffenheit da ist, dass er auch da unterwegs ist. Mhm. Ja. Sehr schön. Sozusagen wie ein ich sag mal jetzt, jemand, der einfach seinen Werten verpflichtet ist und diese Werte dienen eigentlich immer noch einem höheren Ziel. Mhm. Ja, das ist nicht dieses, also ich finde, für mich ist es ein Mann, der nur auf sein, der sein Ego nur aufblähen will und für da stimmt dann auch wieder irgendwas nicht. Aber wenn der einfach für größere Werte geht und etwas kreieren will, etwas anfangen will mit seinem Leben, ja, so, das finde ich toll. Ich meine, das finde ich übrigens auch für Frauen toll, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich meine, ganz wichtig. Natürlich für Frauen auch total wichtig, ihre Vision zu haben und ihre Ziele zu kennen und ihre Leidenschaft zu kennen und zu leben. Ja. Also das merke ich zum Beispiel auch bei meiner Partnerin und bei meiner Frau, wie, dass sie auch ihre eigenen Visionen hat und ich sie ja auch da täglich darin unterstütze. Also deshalb bin ich ja auch Hausmann geworden, damit sie ihre Ausbildung machen kann. Also ich war ja 13 Jahre Berufssoldat, das wissen die Zuhörer, und habe so quasi den Archetyp Krieger gelebt, ohne den Kriegertypen integriert zu haben. Den habe ich erst vor 2 Jahren so richtig gemacht, also dort haben wir uns auch kennengelernt. Und meine Frau hat den Kinder- und Jugendpsychiaterin angefangen, also sie ist allgemeinmedizinisch unterwegs gewesen, hat den Kinder- und Jugendcoachings gemacht in der Persönlichkeitsentwicklung, hat auch Kinder und Jugendliche darin ausgebildet und auf einmal ist sie aufgewacht und gesagt, quasi eigentlich bin ich Kinder- und Jugendpsychiaterin. Und die Bedingung war natürlich, weil wir ja 3 Kinder haben, dass jemand von uns zu Hause ist, solange die Kinder klein sind. Und so habe ich ihr ermöglicht, dass sie dann diese Fachschulungen machen kann und den Job so ausführen kann, damit auch in der kürzesten möglichen Zeit auch durchgeht. Und das ist, wir sind jetzt hier auch in der Endphase, sie ist im letzten Jahr, die Kinder sind jetzt eben am Vormittags raus und so kann ich auch mit dem Podcast und mit meinen Coachings auch wieder hineingehen und meine Vision auch leben. Und da sind wir dann auch miteinander auch immer unterwegs und reflektieren auch miteinander. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat auch, Frauen haben auch Visionen und sie werden dann natürlich auch eine gewisse Unterstützung von einem Mann haben, der aber auch selbst seine eigene Vision fährt. Ja, genau. Ja, von dem her, das ist sehr klasse. Ja, jetzt mal ganz so
platt gefragt, wie wichtig ist für dich als Frau die Persönlichkeitsentwicklung von einem Mann in der heutigen Zeit? Mega. Also kann ich ganz klar sagen. Mhm. Also ich finde, also für mich ist zum Beispiel, was meine eigene Partnerschaft angeht, also ich habe zum Glück einen Partner, der da auch gut unterwegs ist und der auch bereit ist zu wachsen und auch was für sich zu tun. Mhm. Und auch zum Beispiel Männertrainings macht oder wir machen auch gemeinsame Trainings, also als Teilnehmer jetzt sozusagen auf der anderen Seite. Mhm. Und ich finde, dass für mich ist das ein sehr, sehr hoher Wert. Also ich finde das mega, mega wichtig, ja, weil es so ein bisschen auch die Grenzen sprengt von dem, was die Gesellschaft vorgibt. Ich finde, in unserer Gesellschaft ist es so, dass viele Menschen in sehr kleinen Boxen leben, ohne das überhaupt zu merken. Ja? Genau. Also, dass der Radius sehr klein geworden ist und die meistens merken sie es dann, wenn sie depressiv geworden sind oder irgendwie total freudlos oder völlig ausgelaugt. Das ist das Ergebnis davon. Ja? So, und die Persönlichkeitsentwicklung hilft einfach, diesen Tellerrand, also über den Tellerrand zu schauen und andere Dinge wieder zu erleben, die eigentlich natürlicherweise zu unserem Leben gehören. Nämlich Freude, Liebe gehört dazu. Genau. Ja, Kreativität, sich auszudrücken, Verbundenheit zu erleben, Gemeinschaft zu erleben, ja, finde ich zum Beispiel unglaublich wichtig, ja, sich gegenseitig zu beflügeln. Und für mich ist das ein, ja, mega, mega wichtig, sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Mhm. Sehr schön. Das ist genau das, was ich auch immer wieder sage, weil oftmals beginnen wir irgendwo Ende der Schule so eine gewisse Art von Richtung einzuschlagen und dann irgendwo zwischen 30, 35 Jahren ist dann auf einmal ist man da in einer Art Sackgasse drin. Im besten Fall hat man eine Familie, ein Einfamilienhaus und ein Auto, ein Hund, sagt jetzt mal so ein klassisches Prinzip. Und trotzdem fühlt man sich da nicht erfüllt. Ja, genau. Also ist vor allen Dingen Leistung, Perfektionismus, angepasst sein. Viele Menschen leben unglaublich angepasst, Hauptsache alle Regeln zu befolgen, alles brav zu machen, fleißig zu sein und so. Und ja, die verlieren eigentlich ihre Freude und wissen dann gar nicht, wofür bin ich eigentlich auf dieser Welt. Ja, genau. Also irgendwann ist dann so leer und tot und das ist schade. Und ich meine, also auch bei den, das sind dann auch die Menschen, zum Glück gibt es dann immer welche, die dann irgendwann neu aufbrechen und dann Dinge erleben in solchen Trainings oder Coachings, die sie in eine komplett neue Dimension katapultieren, wo sie sagen, hey, ah, das ist das Leben, jetzt erfahre ich das endlich mal. Ja, so. Ja, also so ist es zumindest bei mir. Ja, also genau. In meinen Seminaren ist das oft so, dass welche sagen, oh wow, ich irgendwie wusste ich ganz diffus, da muss es noch was geben und jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Ja, und das sind einfach Erfahrungen von Lebendigsein, ja, und von Verbundenheit, von Liebe, von Angenommensein, ja, und sich zu verabschieden, von dem alles perfekt zu machen, sondern einfach zu erkennen, ja, ich bin sowieso vollkommen. Ja, mein Leben ist wertvoll, weil ich lebendig bin, ja. So, und das ist einfach nur schön. Und das ist etwas, was mein höchster Wert ist, ja, das, was ich für mich in Anspruch nehme, also ich bin selber auch immer Teilnehmerin in Seminaren und eben auch die andere Seite, ich gebe Seminare, um Menschen das zu ermöglichen. Ja? Und ich kann es jedem empfehlen, dass wenn die Fassade einen Riss bekommt, ja, sei froh, ja, weil da fällt das Licht durch. Dann, ja, dann perfekt, sehr schön gesagt. Sehr schön. Dann kann auch was erleuchtet werden. ja, genau. Ja, also wenn die Fassade einen Riss bekommt, was ja oft erstmal ein schmerzhafter Prozess ist, ja, dann ist es ja oft erstmal so ein bisschen schmerzhaft, aber es ist eigentlich gut, ja, weil dann dahinter kommt das wirkliche Sein, ja. Genau, klasse. Ja, wir sind da schon, ja, mit dir könnte ich ja, ging ja schnell die Zeit, ne? Ja, sehr lange noch sprechen. Ich habe das Gefühl, jetzt könnten wir erst so richtig anfangen, wo wir über das Leben selbst sprechen. Genau, oder? Das ist das Spannende im Ganzen, das Leben selbst ist in der Polaritäten sowieso da. Ja. Und wenn man beginnt, dann eine Polarität abzuschneiden, dann lebt man nur einseitig. Und das ist dann das ist ein Eigenraub, also sich selbst Selbstsabotage. Selbstsabotage.
Aber wenn man beginnt, auch den anderen Teil also quasi von sich selbst auch zu integrieren, ja, dann kommt man dann auch, das ist das Spiel, wo ich dann spielen kann, genau, hin und her. Ja, okay, genau, jetzt bin ich ein bisschen mehr in der Hingabe, aber ich kann dann ebenso auch, sag jetzt mal, der Gorilla ein bisschen sein, also der ein bisschen sich nicht wegbewegen lässt. Genau. Und sich dann auch bewusst in diesem Spiel dann nie hin und her bewegen zu können, das macht auch richtig Spaß. Aber dazu muss man sich auch bewusst sein, dass man eben eine gewisse Art, Wert, Vision und ein Ziel hat, wo man hin möchte. Ja, und halt eben sich auch auf den Weg machen. Und das ist richtig, da sehe ich das auch so, wenn ich mich auf den Weg mache, dann ist es besser, dahin zu gehen, wo Leute sind, die quasi sehr viel Erfahrung haben. Ja, genau. Die einfach auf ihrem Gebiet Experten sind. Ja, also wenn ich zum Beispiel, wenn mein Auto kaputt ist, dann versuche ich das auch nicht selber zu reparieren. Das würde ich wahrscheinlich schaffen in 10 Jahren. Mhm. Aber ich gehe natürlich in die Werkstatt und sag, mach mal gesund mein Auto. Ja, so. Genau. Ne, das heißt, ich hole mir Hilfe und Unterstützung von Menschen, die das einfach besser können. Ja, und das kann ich halt eben auch nur empfehlen, auch den Männern, die jetzt zuhören, dass sie dann zum Beispiel sagen, hey, okay, ich habe da noch ein Problem mit Sexualität zum Beispiel, mit den Frauen und so, dass sie dann halt auch zu dir gehen und dann sich einfach den Rat holen von jemand, der sich da sehr, sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt hat und für sich auch selber sehr, sehr, sehr viel schon entwickelt hat. Ja, genau. Weil dann bist du einfach schneller am Ziel. Warum willst du dich da alleine abstrampeln? Ja, alleine abstrampeln machen wir sowieso viel zu viel. Ja, dann zu sagen, hey, da ist eine Gemeinschaft, eine Community oder ist jemand, der mir gut Rat geben kann. Und dann geh dahin, investiere in dich und mach es. Definitiv. Genau, das ist sowieso die beste Investition ist in sich selbst. Ja, und das zahlt sich immer aus. Genau, es ist so, das kann sich nur die eigene Investition in sich selbst, in sein eigenes Wissen, in seine eigene Weiterentwicklung, ist das, was man schlussendlich nicht wegnehmen kann. Genau. Niemand kann. Die eigenen Erfahrungen kann mir niemand wegnehmen. Da kann ich immer drauf zurückgreifen. Ja, und wenn ich einmal die Erfahrung gemacht habe, von so einem Durchbruch in eine neue Dimension, dann habe ich die Erfahrung einfach. Genau. Auch wenn man wieder auf Null zurückgeworfen wird, mit dieser Erfahrung kommt man dann automatisch wieder auf selbe Level entsprechend hoch. Ja, oder zumindest weiß ich auch, wie ich meinen eigenen Prozess beschleunigen kann. Also wo ich fragen kann, wo ich mir Hilfe holen kann, was ich selber tun kann. Ja, es geht natürlich auch darum, für sich selber Tools an der Hand zu haben, ja, um den eigenen Prozess sozusagen zu beschleunigen und zu unterstützen, zu begleiten. So, ne? Und das habe ich natürlich für immer. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal mein erstes Podcast-Interview, da kann ich jetzt immer positiv drauf zurückgreifen. Wenn mich mal nochmal jemand fragt, hey, hast du Lust auf ein Interview? Dann sagt ja, habe ich schon gemacht, war cool, mache ich direkt nochmal. So soll es ja sein, oder? Man soll diese Erlebnisse hier dann auch einwachsen lassen. Genau. Und jetzt zu Gegenschluss, was hast du für 2, 3 Tipps den Männern gegenüber als in der Frauensicht? Tipps für die Männer? Ja, finde heraus, wer du wirklich bist und lebe das. Ja, und dann werden die Frauen dich lieben. Ja, also eine Frau liebt einen Mann, der einfach auch sich selbst liebt natürlich. Ja, also finde einfach raus, weswegen du auf dieser Welt bist und geh einfach deinen Weg. Ja, und du wirst tolle Begleiterinnen haben. Eine oder mehrere gleichzeitig hintereinander, egal. Ja, auch das ist ja vielfältig, wie du das gerne hättest. Ja, oder auch einen anderen Mann an der Seite, warum nicht? Ja, genau. Alles gut. Ja, aber finde heraus, wer du wirklich bist. Ja, und wenn du das ausstrahlst, wenn du das lebst, wenn du da ganz drin aufgehst, ja, das ist eigentlich der größte Dienst, was du der Welt geben kannst, und du wirst definitiv, Frauen werden begeistert sein von dir. 100%ig. Das kann ich dir versprechen. Das kann ich sogar. Volle Frauen. Das kann ich auch wirklich auch unterstreichen. Ich sage jetzt mal, vor 2 Jahren habe ich das wirklich echt entdeckt, bei dem, sagen wir so, die Essenz. Und seither muss ich mich fast ein bisschen verteidigen gegenüber den Frauen. Ja. Wie kannst du grundsätzlich so ein bisschen weiterhelfen? Und wie kann man dich kontaktieren, wenn man einfach mit ihnen ins Gespräch kommen möchte? Sollte eine Frau dich entsprechend auch mal zufälligerweise über einen Männer-Podcast mal hören oder auch ja.
Also ich habe natürlich eine Homepage, die heißt salvato-seminare.de, also salvato-seminare. Darüber kannst du mich kontaktieren. Auf der Homepage findest du ganz viele unterschiedliche Angebote von tollen Blogartikeln, Selbsthilfetipps und wie du dir einfach downloaden kannst, anschauen kannst. Du kannst natürlich gerne Workshops oder Seminare bei mir besuchen. Du kannst mich anrufen, man kann ein 1:1 Gespräch machen per Zoom oder Telefon, wie auch immer. Also das Angebot ist einfach vielfältig. Mhm. Ja, es geht dabei immer um deinen Weg als Frau. Ja? Und wenn jetzt Männer gerne sagen, sie möchten gerne auch mal ein 1:1 Gespräch, also was ich eine Frau immer schon mal fragen wollte und mich nie getraut habe, das geht natürlich auch. Also einfach mir schreiben. Ja? info@salvato-seminare.de. Schreib mir einfach, ich beantworte jede Anfrage persönlich, ja, und verspreche das auch hundertprozentig zu tun und freue mich auch darauf. Ja, cool. Sehr schön, sehr schön. Also, liebe Männer, das ist wirklich so, sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Genau. Ja. Und sagt euch klar und deutlich, wie, was, wo. Ja. Wie ihr das auch von mir gewohnt seid, habt ihr das von Magdalena in weiblicher Person, in gewisser Art und Weise. Ja, genau. Also das ist natürlich trotzdem wertschätzend, ja, aber eben auch ehrlich. Ja. Und das ist halt etwas, was du oft nicht bekommst als Mann. Wenn du ein Problem hast, viele Männer haben eben nicht den besten Freund, den sie fragen können. Ja. Und dann können sie eben noch zu ihrer Ex-Frau damit gehen oder schlimmstenfalls zu Mutti. Ja, aber das ist echt die schlechteste Variante. Also viele Männer haben eigentlich nicht die Möglichkeit, jemanden mal wirklich zu fragen und da, wo sie dann dennoch geschützt sind, also wo das dann nicht breit getreten wird im Freundeskreis und sich drüber lächerlich gemacht wird oder so, ne? Und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, also zum Beispiel mich dann eben zu fragen oder dich, einfach so mal damit rauszukommen, ja, wo brennst denn wirklich? Ja? Genau. Und dann einfach dafür einen guten Impuls zu bekommen, das ist sehr wertvoll. Super, danke dir. Ja. Gerne. Danke dir vielmals. Du hast es wirklich auch sehr schön gemacht, im ersten Podcast. Ja. Also ich kann da nur dich beglückwünschen. Es hat geflutscht, es war Feuer drin, es war Leidenschaft drin und auch einen schönen Austausch und auch einmal eine Sichtweise von einer Frau, die auch weiß, was sie möchte und auch sehr schöne Ausstrahlung hat. Also Das können die ja gar nicht sehen. Also wenn man dich googelt, dann sehen sie dich. Ja, dann kann man mich finden, genau. Also überbilden sie. Genau. Und du gehörst auch für mich einer zu den Frauen, die im tantrischen Ausdruck natürlich ihre Shakti auch wirklich zeigen, beziehungsweise man sieht sie bei dir, also ich sehe sie bei dir. Und das ist auch das, was auch wirklich Attraktivität für mich als Frau bedeutet. Wenn eine Frau, liebe Frau, wenn ihr zuhört, eure Shakti entdeckt und deshalb ist Magdalena auch hervorragend für euch da. Aber ein schönes Kompliment, danke. War schön. Gut, also, liebe Männer, kontaktiert Magdalena oder kontaktiert mich, wenn ihr speziell Fragen zu einem Thema habt. Auf neandertaler-talk.com habt ihr noch ein paar andere Folgen, bei denen ihr auch noch sehen könnt, oder unter www.derbiere.com. Dort könnt ihr auch noch ein 20-Minuten-Gratis-Coaching, um mich einfach mal so kennenzulernen, anklicken, einen Termin auswählen und wir sprechen mal kostenfrei über das Thema, was dich am meisten beschäftigt. Natürlich habt ihr auch noch 2-3 andere Angebote, wie Einzelstunde, ein 10er-Abo oder vielleicht auch das 12-Wochen-Programm, bei dem du dich mit der Männlichkeit aktiv auseinandersetzen darfst. Ja, das Weekend-Bonus-Material ist natürlich auch jetzt im Laufen bis in Ende 2019, im Dezember, das Lebensschild, was dann auch im Frühling ich und Jan ein Seminar dazu machen und das wird dann auch bald aufgeschaltet. Also sei immer ein bisschen wachsam auf den Facebook, Instagram bei mir. Dort wird dann auch entsprechend dann auch das Promotion dann auch gemacht werden. Danke dir vielmals, dass du gehört hast. Danke dir, Magdalena, nochmals.
Und wenn ihr mögt, für dieses für diese Folge einen 5-Sterne-Bewertung, wäre ich mega dankbar und leitet diese an Freunde, Bekannte und Freundinnen weiter, weil manchmal ist es auch das ein weiterer Weg, der einfach weiterführen kann. Danke dir und ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Ja, das war jetzt der Schluss mit dem dritten Teil von diesem Interview. Ich hoffe, es hat dir sehr gut gefallen, denn mir macht es extrem viel Spaß, Interviews mit solchen tollen Menschen zu führen. Auf www.neandertaler-talk.com findest du noch weitere Informationen. Abonniere doch gleich diesen Kanal, damit du auch rechtzeitig informiert wirst, sollte eine neue Folge wieder aufgeladen werden. Ich freue mich, dass du auch noch weiterhin dabei bist. Bis bald. We'll be right back.